Kim. Die Olympiasiegerin Yu Na Kim. Jahre ist sie alt und hatte gestern keinen guten Auftritt hier. Wir hatten es vorhin noch mal im Einlaufen gezeigt mit 3 Fehlern. In relativ einfachen Elementen für sie, in einer Pirouettenkombination, in einer Fliegerschrittfolge und im dreifachen Flip. Und das brachte sie zunächst oder bringt sie zunächst einmal um alle Hoffnungen. Aber wir wollen hier nichts endgültig erscheinen lassen. Nach dem Programm, das wir gerade sahen, sind da große Bewegungen und Resultatsverschiebungen noch möglich. Warum nicht auch hier? Konzert in F von George Gershwin. Dreifacher Lutz, dreifacher Tolo. Bravo Rös. Flip. Dreifach. Wesentlich besser als gestern. Leicht wie eine Feder. Doppelachse, dreifach Torloop aus dieser Mondpassage heraus. Nein, der Sturz beim dreifachen Salto. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie noch genügend Kraft und Mut hat, diesen letzten Sprung, diese letzte Höchstschwierigkeit anzugehen. Das wird der dreifache Lutz sein. Ja. Nur ein Dreiersprung.
anerkennender Applaus der 8000 in der Pallavela-Halle in Turin. Aber Sie wissen es und Sie dort unten weiß es auch. Yuna Kim, die Olympiasiegerin, das wird wahrscheinlich nicht zu Gold reichen. Sie läuft so bezaubernd leicht. Alle schwierigen Elemente kommen nahezu selbstverständlich auf das Eis. Ich sagte es, die schwierigen Elemente, aber die leichten Elemente, die bei ihr eigentlich Standard sind. Dreifacher Salchow, das sind so die ersten Dreifachsprünge, die man lernt. Dreifach Salchow, dreifach Tollo, damit geht's los. Dann erst kommen die schwierigeren, dann erst kommt ein Rittberger, ein Flip, ein Lutz. Flip und Lutz hat sie uns locker und flockig hingelegt. Und dann der Sturz beim dreifachen Salchow und das ist auch schon so ein bisschen resignativ, wie sie beide sich da anschauen bzw. nicht anschauen. Yuna Kim und Brian Orser. Eine richtige Darstellerin, eine Schauspielerin auf dem Eis. Das hat man im Kurzprogramm gesehen, noch mehr natürlich bei den Olympischen Spielen, als sie im Prinzip das Bond-Girl verkörperte zu Musiken aus James-Bond-Filmen. Hier der dreifache Flip. Natürlich sind die, das muss der Salchow gewesen sein oder der Axel am Schluss, eins von beiden. Schauen Sie, solche Pirouetten, das gibt natürlich hohe Bewertungen in den Ausführungen, in den Komponenten, künstlerisch wertvoll, unschätzbar wertvoll. Sprungkombination und jetzt da. Wackelt sie schon genau. Da ist sie schon ein wenig gestolpert im Reingehen zum Salchow. Dann wackelt das einmal nach vorne, einmal nach hinten, wie auf so einem Wiegemesser. Und dann ist man natürlich völlig irritiert und überrascht. Sie hat es dann trotzdem nochmal probiert, weil sie natürlich aufs Ganze geht. Sie muss aufs Ganze gehen. Sie hat 10 Punkte Abstand zur Führenden nach dem Kurzprogramm. 10 Punkte Abstand zu Mirai Nagasu aus den USA. Sie wird mit Sicherheit ein paar Plätze gut machen. Aber damit ist sogar das Podium schon in weite Ferne gerückt. Warten wir es ab. Der Abend bzw. der Nachmittag dauert noch ein wenig bei uns bis 16.56 Uhr, so sagt es der Zeitplan voraus. Dann ist die letzte Läuferin fertig. 130,49. Also Sie sehen schon links das beste Resultat in dieser Saison, 150,06, 20 Punkte bleibt sie damit drunter, 130,49, damit ist sie klar im Augenblick die Führende, aber es kommen noch einige Läuferinnen.